Mr. Sutherland. You can come this yes, way. I would love to move. Excuse me. All right, we leave you. Where am I going? Oh, let's go to the Palm. Grüß Gott. Sie herzen die Romy schon. Sie ist so schwer, das ist Wahnsinn. Glückliche Siege und rührende Worte gab es Samstagabend bei der Romy-Verleihung in der Wiener Hofburg. Während die einen bei ihrer Dankesrede kaum zu stoppen waren, fehlten den anderen die Worte. Zumindest beinahe. Ja, ich bin aufgeregt. Es ist echt irrsinnig schön. Ich habe das Gefühl, ich habe alles vergessen, was ich sagen wollte. Es war die ganze Zeit ein Auf und Ab. Jetzt schon den ganzen Abend hat der Tarek schon immer gesagt, bist du nervös, bist du nervös? Ja. Werden wir schon sehen, ja. Wie geht's denn mit der ersten Romy? Ja, wie gesagt, es sind ein bisschen gemischte Gefühle, weil halt eben heute Todestag auch meines Bruders ist, aber ich freue mich natürlich sehr. Ich bedanke mich auch beim Publikum dafür. Also ich freue mich wirklich wahnsinnig. Das ist, das heißt, dass wir die Zuschauer noch nicht satt haben, was ein gutes Zeichen ist bei der Menge, wo man mich gerade sieht. Danke dafür, dass man mich noch anschauen kann. Ich sage immer, der Moderator darf den Zuschauern nicht zu sehr auf die Nerven gehen, vor allem beim Abendessen nicht. Telefon? Nicht meines, nein, die Dame da hinten. Mit der reden wir aber nicht. Ich nicht, nein. Wir haben auch Gefühle. Mr. Sutherland, I saw tears in your eyes. No, but it was thrilling that, it's something, for those people to stand up. It was very beautiful for me. Thank you. Thank you. I thank them. Donald Sutherland hatte Tränen in den Augen. Ist Ihnen das aufgefallen? Donald Sutherland. Ja, er hat mir eben, ich kann das gar nicht schildern, wie er mich umarmt hat und geküsst hat und gesagt hat, ihn hätte ein Mensch, der singt auf der Bühne, noch nie so berührt wie das heute, wo das nicht einmal seine Sprache ist. Und das hat mich natürlich auch nochmal extrem berührt. How is it for you to get this award? Oh, it's beautiful. It's really beautiful. I thought, to be truthful, I thought, I didn't think I was going to take one of these. I thought that it was going to go to Rola. I'm thrilled. It has my name on it, It's fantastic. It's brilliant. It's got my name on it and everything. That'll do. Mein Sohn hat gemeint, ich muss sie bekommen, damit er nach meinem Tod das besser zwischen ihm und seiner Schwester aufteilen kann. Sehr glücklich. Schöner Preis. Ist es deine erste? Ja. Deine erste? Ja. Es wäre komischerweise in Deutschland auch immer gefragt, warum gehst du dorthin? Du hast doch schon 50. Nein, überhaupt keine. Die Romy gehört aber leider Diana Amf. Nee, nicht leider, sondern sie gehört ihr zu Recht. So, have you ever heard about Doctor's Diary? I haven't. I'm a pretty bad TV watcher in the US, let alone in other countries. Was werden Sie heute tun, um diese Romy zu verteidigen? Es sind in den letzten Jahren hin und wieder welche weggekommen. Ehrlich? Ja, das wird mir definitiv nicht passieren, denke ich mal. Darauf werde ich werde einfach nicht betrunken, ich werde nicht so betrunken werden, dass ich sie verlieren könnte. Wie finden Sie das österreichische Publikum jetzt im Vergleich zu den Deutschen? Man sagt ja immer, der Humor ist nicht ganz der gleiche, aber offensichtlich doch. Sehr interessanter Kleidungsstil heute für die Gala. Findest du? Absolut, ja. Ja. Ich würde mir das wünschen, dass das Kleid vielleicht einmal im Newsroom getragen wird. Das ist aber nur in Extremfällen erlaubt, glaube ich. Was mir besonders gut gefällt, vielleicht hören die Deutschen das jetzt nicht so gern, aber es ist einfach wahr, die Österreicher sind so höflich. Sind das die Deutschen nicht? Wenn ich das jetzt sage, habe ich eine Schlagzeile. Ich muss ihm ganz ehrlich sagen, ich habe wenig Zeit gehabt heute für den Don. Ich kenne den Kiefer sehr gut. Ich war ja früher, ich weiß nicht, ob du das weißt, ich war ja Kieferchirurg eine Zeit lang. Ah ja. Daher kennen. Und der Don ist heute da und ich habe ihn ein bisschen vertrösten müssen den ganzen Abend schon, gell? Weil ich gesagt habe, ich kann nicht sein, ich bin nominiert und die Geschichten, ich bin für die Medien da. Er ist schon sehr heiß drauf, weil wenn wir in Wien sind, dann schämen wir immer ein bisschen. Dankeschön, ihr Lieben. That's all I know.